Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003. Nicht im Zeichen der Nastro Challenge, wollte ich gerade sagen. Ja, wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben und ich werde dieses Mal Speed weglassen. Habe ich beschlossen, weil diese Speed-Taste, seitdem ich die habe, das ist einfach zu verlockend, immer drauf zu drücken. Das nervt einfach nur. So, gucken wir mal. Was denn? Du willst dir mit mir kämpfen? Du hast also die 5 stärksten Epic Items. Okay, dann kämpfe ich mit dir. Also los. Okay. Los geht's. Oh, Pharomon. Ja, ihr seht schon, ich habe Metall Garurumon gerade vorne. Aus dem einfachen Grund, ich brauche die DNA-Digitation. Habe ich beschlossen. Ich habe nämlich bei Agumon, ich hätte mir vorher was zu trinken eingießen sollen, das kostet jetzt wieder Zeit, habe ich mir die, also bei Agumon habe ich mir die Digitation War Greymon wieder reingepackt, damit wir die DNA-Digitation machen können. Ist vergiftet, ja, schon klar. So. Ich habe natürlich nicht... Ach doch, habe ich. Geil. Okay. So, Technik. Jetzt noch mal ein bisschen Mega Strength. Oh, wir sind gleich nochmal dran. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Mega Strength. Abgewehrt. Machen wir nochmal Mega Strength. Habe ich gerade voll Bock drauf. Schön aufpushen. Oh, warum blitzt das denn immer so komisch? Au! Counter, jawohl! Bam! Frisst das! Okay, wir haben uns genug im Angriff gepusht. Jetzt noch einmal Mega Protection. Und dann können wir angreifen. Counter, wie geil! Bam! Ja, ich habe meinen Digimon die Brille gegeben als Item. Damit können sie etwas besser treffen. Ja, das wird nicht viel bringen, da wir eher auf physisch jetzt aufgepusht sind. Oh, nochmal normaler Angriff, komm, bam! Pharomon sollte ziemlich schnell down sein, wie man sieht. Bam, au! Ich muss den so schnell wie möglich down kriegen am besten. Machen wir Mechanical Bash! Nein! Vergiftet, das ist schlecht. Habe ich noch ein Antidot-Ding? Einen haben wir noch. Sehr gut. Dann möchte ich mich noch eben schnell heilen und dann können wir drauf kloppen. Ach komm schon, fick dich. Abwehren! Nein! Weh, du bist vergiftet. Ach Gilmon, du bist ein Pisser, weißt du das eigentlich? Sonst habe ich nichts, was irgendwie heilen könnte, oder? Item. Feindverteidigung, Minusverteidigung und Minusstärke. Okay. Ja, irgendwie hat das alles gerade keinen Sinn. Wir machen mal eine Ultraladung. Einmal schnell heilen. Jetzt kriegt bestimmt massig Damage. Ach, fick dich doch. Und das einmal mit so einem Kram. Mechanical Bash! Pharomon ist down! Sauber. Und tschüss. Oh, Master Tyrannomon. Nice. Wehe. Wehr doch ab. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier DNA-Digitation. Boah, Greymon. DNA-Digitation, los. Bam. Omnimon. So spielt man. Und jetzt voll auf die Fresse. Peng! Boom! Oh! Nice! Echt nicht schlecht. Dieser Kampf wird schneller vor... Normale Abwehr. Oh, was, warum hat das gerade geblitzt? Jetzt sind meine Werte wieder am Boden. Wir machen gleich nochmal DNA-Digitation zu... Los! Omnimon! Und bam, boom! Ja, okay, unsere Stärke ist wieder down. Macht aber nichts.
Jetzt kriegen wir erstmal massig Damage. Jawoll. Ey, wir werden nur durch dieses Drecks... Ja, wir sind tot. Alles klar. Jetzt gibt's auch die Fresse, Arschloch. Wir rufen... Imperialdramon. Ja, Imperialdramon Fighterform bringt im Moment nicht so viel, da wir keine Superattacke haben. Aber mit unserem normalen Imperialdramon haben wir den Mega Crusher. Und von daher... Feuer! Boom! Autsch, das tat bestimmt weh. Oder auch nicht. Schade. Ja, der will mich gerade ein bisschen trollen. Oh, fuck. Mega Heal! Und Attacke! Attacke, genau. Bam! Wir machen kaum Schaden, das ist mega übel. Counter! Oh, es hat abgewehrt. Es lebt immer noch, ich fass das nicht. Abgewehrt, ha! Bam! Tot! Sauber! Chimeramon! Das ist natürlich nicht so schön. Boah! Ist eingeschlafen. Scheiße. Dann machen wir mal Verbündeten in die Irre führen. Kein Effekt, okay. Dark Elemental. Hey, wir sind wach. Das ist geil. Jetzt probieren wir unser Mega Crusher. Das spielen wir auch mal eben. Ich meine, die Animation... Oh, shit. Gut, wir haben noch eine Möglichkeit. Und zwar Omnimon. Und dann werden wir erstmal alle wiederbeleben. Mit einer Lebensdisk. Bam, 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 bam. Bling! Alle sind geheilt. Ja, setz du mal ruhig Feuer ein. Ich bin ein Feuer-Digimon. Ich habe Feuerresistenz, Arschloch. Das ist natürlich jetzt super. Wisst ihr was? Wir setzen jetzt direkt wieder Metagarurumon ein. Ach komm, Mega Gargumon. Ach, hört doch auf zu pennen, ihr blöden Viecher. Alter, das Vieh macht echt nicht schlechten Schaden. So, Mega Protection. Los geht's. Speed up. Willst du mich verarschen? Warum ist das Vieh so oft dran? Ultraladung! Feuer! Und wir sind schon wieder dran. Toll. Ich versuche mal ein Item. Nein! Charmglas wollte ich gar nicht. Hat keinen Effekt. Wir können keine Items gegen das Vieh einsetzen. Hey, immerhin sind alle wach. Das ist gut. Mega Protection! Oh, ist tot. Sehr schön. Ach komm, Imperialdramon, du machst das schon. Setz deinen Mega Crusher ein. Feuer! Boom! Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen auf Angriff boosten. Ach, fick dich doch, ey. Aber das ist natürlich jetzt geil. Mist! Ja, komm, Omnimon, du machst das. Was wollen wir jetzt machen? Gigafire! Ja, genau, es wird erstmal alles ab. Sehr schön. Drecksvieh. Nochmal Gigafire, komm. Alter, ihr macht viel zu wenig Damage. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr trainieren sollen. Nein, Omnimon, es lebt noch. Ah, ist tot. Okay. Imperialdramon Fighterform. Ja, sorry, dass ich jetzt hier wieder mal am Spieden bin. Aber. Ist eingeschlafen. Oh mein Gott. Was für ein Zufall. Superladung.
Alter, are you fucking serious, man? Sowas nervt, ne? Also wenn man immer... So, jetzt hau drauf. Alter, ihr macht nur 202... Marke Gilmon. Metall Garurumon, komm. Come on! Das Vieh scheint eine heftige Defense zu haben. Metallische Wolfkralle! Ah, abgewehrt, war klar. Wurmvieh. Hey, es ist eingeschlafen. Was für ein Zufall. Ja, Dunkel Mantel, Boom, ouch. Ist wach und jetzt Mega Strength. Fick dich doch, Mann! Oh, das gibt's doch nicht. Alter! Heaven Hit. Ist eingeschlafen. Yay! Nein. Oh. Attacke. Töten wir es. Komm. Nein, du Affe. Leben. Nein, das war ein Fehler. Nein. Okay, was machen wir? Wen soll ich rufen, ist die Frage. Rufe Mega Gargumon. Der ist geil. Hat ein fettes Teil und haut mal mit Mechanical Bash drauf. Oh, das sieht gut aus. Mechanical Bash. Oh, ein bisschen noch. Ah! Nein! Oh mein Gott. Hier, komm, davon habe ich genug. Nochmal schnell heilen. So, boom. Und jetzt töten wir es. Komm schon, Angriff! Ah, tot. Sauber. Oh mein Gott. Leader Number 2. Ich benutze viel zu viele Items, aber das ist mir egal. Hey, Agumon Level 50 erreicht. Sehr schön. Dün, 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 dün. So, und jetzt? Ich erwarte das schon von einem, der die stärksten Epic Items gesammelt hat. Weiter so. Dann kommst du nach oben. Ja, ich habe aber das starke Gefühl, dass ich nochmal eine Trainingseinheit einlegen muss, weil meine Digimon echt schwach sind im Gegensatz zu denen. Man sieht ja, ich ziehe nur 200 noch was ab. Und das mit Mega-Level-Digimon. Ist schon übel. Ja, ich werde mal wieder eine Trainingseinheit einbauen. Frage ist nur, wann? Wenn ich Bock drauf habe. Ja. Das war, glaube ich, nicht so witzig. So, heil mich mal schnell. Danke. So, sortieren. Ich will Agumon nach vorne haben und dann kriegt er erstmal wieder das Item XP-Adapter. So. Also ich habe nur was, was die Defense macht, aber nichts, was den Angriff erhöht. Naja. Ich könnte mir jetzt eine Waffe kaufen, die seinen Angriff auf 999 macht, aber das bringt mir nicht so viel, glaube ich. Egal. Weiter geht's. Auf zur nächsten City. Bam, bam, bada, bam, bam. Ich werde die Leute nicht mehr ansprechen zweimal, weil da kommen sowieso nur die missgeburten Kartenkämpfe. Und mir fällt gerade schon der nächste... Oh, ich sollte speichern gehen erstmal. Ah, so, da spielen wir mal schnell hin. Weil wenn ich tot gehe, dann ist sowieso alles aus und vorbei. Und dann muss ich wieder alles machen und da habe ich keinen Bock drauf. So, frrrt. Ach, jetzt habe ich einen zweiten Speicherstand genommen. Ja, das war voll ein Missklick von mir. Das wollte ich gar nicht. Hätte ich vielleicht mal vom Endboss machen sollen. Wer weiß, was da noch alles passiert. So, auf geht's zum nächsten Boss. Und wisst ihr was, ich lasse jetzt Speed an. Für die, die es nervt, Pech gehabt. Aber ich glaube, die meisten werden das... Oh, das ist ein Kummermann. Ja, toll. Oh. Geh mir Omnimon. Come on! Omnimon, du machst mal eben das Vieh schnell down. Down. Und meine Digimon müssen unbedingt ihre Superattacken lernen. Bam! Tot. Das macht die ganze Sache viel einfacher, wenn alle ihre Superattacken haben. Oh, Triceramon, ein Ultra-Level-Titimon. Kam aber in diesem Spiel schon sehr früh vor. Omnimon hat Level 50 erreicht. Ich glaube, Level 74 lernen sie erst die Superattacken. Hi, wer bist du denn?
Hey, Dengoku, ich bin's, Kenny, wie geht's dir? Du warst schon damals ein Knaller. Es ist so lang her, wie wär's mit einer Runde was? Ich habe mal wieder einen Fehler gemacht, hab sie angequatscht. Sehr gut. Oh, jetzt hab ich wieder nicht geguckt. Ich weiß aber, was ich in etwa haben will. Metalitemon, come on! Ja, nehmen wir dem. Ach scheiße, ich hätte so einen lieber nehmen müssen. Nein! Wähle deine Digimon! Braune Karten sind geil. Ach, weißt du was, du bist ein Hurensohn. Ja, genau. Ja, ist in Ordnung. Ich hasse Kartenkämpfe. Habe ich irgendwas besonderes? Nee, keine Programmkarte. Und die Auswahl ist auch nicht gerade so toll. Toll. Ja, wie ich die auffüllen kann, die Sachen, habe ich keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht wirklich. Yay! Ich habe gewonnen! Oh mein Gott! Und jetzt macht er mich bestimmt fertig. Ja, ich benutze eine Programmkarte. Wir haben zweimal. Da habe ich eine geile Idee. Wo haben wir es denn? Dann haben wir auch gleich Digitation mit dabei. Ta-da-da-ting! Lege eine Karte ab. Wir ne legen ab. Was denn? Den da? Ja, weg damit. Nein? Und ich kann Mega Seedramon nicht benutzen. Das ist so scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Was macht er da jetzt? Ja, sich aufpushen ist ja gut. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen, du Arschloch! Friss das! Mann, so spielt man. Du bist spitze. Wie immer, Dengoku. Eines Tages will ich auch so stark sein. Joa. Versuch das mal. Ich bin einfach zu geil für dich. Bäm! Komm, hau drauf. Gib's ihm! Bäm! Wir sind richtige Geschwindigkeitsmonster, muss ich sagen. Depp, 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 depp. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich an mehr Punkte rankomme. Wo haben wir Kartenalbum da? Ordner bearbeiten. Ich packe jetzt die scheiß Wasserviecher raus, weil die kann ich sowieso nicht benutzen. Dafür tun wir lieber noch 2 Punkte grüne Energie. HP eines Digimon um 30. Hat nicht so den Sinn, glaube ich. Wir packen einfach nochmal schwache Digimon mit rein. Ja, die hier kann ich sowieso immer. Wademon. Packen wir das rein. Einmal Wademon. Den kann ich so rufen. Gardrumon habe ich 4-mal. Okay. Das müssen einfache Karten sein. Gulmon mit 43. Packe ich den rein? Aber habe ich nur einmal, das lohnt sich gar nicht. Nee, nee, nee. Ich möchte. Was fehlt mir denn immer? Hier, das fehlt mir hier, dieses grüne Zeug, ne? Wobei das komisch ist, weil ich voll viel davon drin habe. Hier kommt, packen wir King Etemon mit rein. Dim, 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 dim. Ja, tatsächlich, es sind die Grünen, die mir fehlen. Aber warum? Rot, rot habe ich genug. Da sind braune. Grün, grün, grün. Wo haben wir sie? King Etemon nochmal und noch ein King Etemon, weil ich geil bin. So, ich hoffe, jetzt kann ich die Karten auch mal verwenden, vernünftig. Jetzt habe ich 17 grün, 10 rot, 0 schwarz. Ich glaube, ich habe aber Finsternis Digimon. Oder? Ich hatte. Nee, habe ich doch nicht. Ja, 0 blau und 0 weiß. Das macht nichts. Also ist mein Deck eher auf braun und die anderen da aufgebaut. Gut. Dankeschön, bitteschön, auf Wiedersehen. Und wisst ihr was, Leute? Wir beenden jetzt den Part, sonst mache ich wieder Überlänge. Und beim nächsten Mal geht's weiter zum nächsten Gegner. Und danach werde ich dann wahrscheinlich erstmal wieder trainieren müssen. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Digimon World 2003. Haut rein, schaut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dengoku Senpai.